Schwierige Bedingungen beim Weltcup-Auftakt, Bob und Skeleton im sauerländischen Winterberg. Bei nasskaltem Regenwetter startete am Freitag der Skeleton-Wettbewerb. Olympiasieger Christoph Grother zeigte am Freitag beim Skeleton-Weltcup in Winterberg, dass er mit allen Bedingungen zurechtkommen kann. Er gewann am Ende deutlich mit 39 Hundertstel Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Axel Jung. Der Brite Matt Weston konnte sich mit einer Hundertstel hinter Axel Jung Platz 3 sichern. Die größte und lautstärkste Fangemeinde konnte Axel Jung in Winterberg für sich verbuchen. Er nahm nach dem Rennen auch ein kleines Bad in der Fanmenge. Zweiter Platz Axel Jung und der dritte Platz an Matt Weston. Boah, schwer. Also ich glaube, der erste Lauf war ziemlich fair bei den besten 10 im Weltcup. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich glaube, hinten raus hat es jetzt schon ganz schön abgebaut. Aber gut, der Axel ist eine Nummer nach mir gefahren. Also ich denke mal nicht, dass er großartige Bahn nachgelassen hat. Der Start war einfach viel besser und dann war der Lauf gut. Und im ersten war ich in der Bahn auch der schnellste. Ich habe ein bisschen die Erwärmung zu lang gestaltet, da ging halt am Start gar nichts. Ja, das war jetzt im zweiten besser, 600 zu schneller gestartet, oben mehr Geschwindigkeit mit reingenommen, das ist natürlich bei den Bedingungen halt auch ganz wichtig. Es hat heute echt viel Spaß gemacht, vor allem im ersten Lauf am Start. Es ist einfach sehr, sehr schön. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch, zweiter Platz, erstmal Podium, wenn ich es richtig im Kopf habe in der Saison. Insofern alles gut. Christopher, das ist ja, ciao, vielen Dank Axel Jung. Das ist schon Wahnsinn, was du hier ablieferst. Bist du manchmal von dir selbst erstaunt, wie das läuft? Eigentlich nicht. Ich arbeite ja hart dafür und ja, natürlich mit den Erfolgen in den letzten Jahren kann ich irgendwie jetzt alles ein bisschen mehr genießen. Geh ein bisschen locker ran und ja, es läuft einfach gut. Ist das tatsächlich so, wenn du so viel erreicht hast, Weltmeister, Olympiasieger, dass man dann da oben vielleicht den entscheidenden Ticken lockerer am Start steht, wenn drei nach dem ersten Durchgang zeitgleich auf Platz 2 sind? Ich denke mal, dass die anderen auch das unbedingt wollen. Ja, ich gehe da schon relativ locker ran, bin natürlich fokussiert und wollte auf jeden Fall heute den Sieg einfahren. Ja, es läuft einfach momentan und irgendwann kommt wahrscheinlich auch wieder eine Phase, da wird es ein bisschen schwerer. Dann ist es bei anderen einfacher, aber jetzt genieße ich es einfach. Herzlichen Glückwunsch, großartiger Sieg. Herzlichen Glückwunsch, vielen, vielen Dank. Applaus nochmal für Christopher Grother.